Knister, 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 britzel, britzel, britzel. Wir sind wieder hier zurück in Skyrim und schleichen durch eine Mine, an der wir hoffentlich bald zügig verdienen werden. Ja, das ist doch schon ein kleines bisschen ruhiger. Letztes Mal ist ja wieder die Aufnahme abgeschmiert. Diesmal zumindest einer günstigeren Position, sodass kein Videomaterial verloren gegangen ist. Das Level-Up machen wir dann gleich jetzt sofort am Anfang der Aufnahme. Wir verbessern natürlich wieder unsere Magicka, setzen es gleich auf 200 hoch. Machen wir das direkt über die Konsole, bevor wir uns ein Talent auswählen. Setup Magicka 200 und dann unser Carry Weight, also unsere maximale Traglast um 10 erhöhen. Ein Wort vergessen. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Jetzt haben wir 490 Traglast. Wir wiegen ein bisschen mehr als am Ende von der letzten Aufnahme, weil ich mir Immersive Jewelry installiert habe und zusätzlich zu dem ganzen neuen Juwelenkram haben jetzt auch Erz und Barren und so ein etwas realistischeres Gewicht. Deswegen wiegt das Erz, das wir hier mitgenommen haben, schon fast 10 Einheiten pro Stück. Das heißt, es sollten wir möglichst noch einschmelzen, bevor wir die Mine hier verlassen. Oh, und Inigo, das ist mir noch gar nicht auf... Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hier, das Diadem, das wir dir gegeben haben, sieht jetzt ein bisschen hochwertiger aus. Aber gut, wir wollten noch das Talent auswählen. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Die Frage ist, gehen wir auf Wiederherstellung oder gehen wir weiter in Zerstörung? Wir haben sogar noch zwei Talente, fällt mir gerade auf. Haben wir letztes Mal wohl vergessen, ein Talent zu spenden. Dann gehen wir auf jeden Fall die Wiederherstellung. Und jetzt können wir Wiederherstellung noch stärker verbessern oder auf Dual Casting gehen. Gehen wir einfach mal in die Basistalente. Und dann können wir hier auch weiter schleichen. Und haben hoffentlich nicht mehr mit so viel Widerstand zu kämpfen. Oh. Oh, sieh sich das mal einer an. Der ist das Opfer von Inigos Schießkünsten geworfen, als die Aufnahme schon abgeschmiert ist. Man hat es leider nicht mehr gehört, aber ich glaube, ich habe es immer noch kommentiert in der Aufnahme. Also, ich glaube immer noch nicht, dass wir Schleichangriffe landen können. Ja, wahrscheinlich sollten wir wirklich mal einen Bogen ausrüsten. Aber hier ist ja gar keiner. Seltsam. Dabei sah das doch so aus. Oh. Das Tagebuch vom Banditenanführer, so wie es aussieht. Und das scheint dann doch nicht ganz so kurz zu sein. Das wird mal wieder ein Projekt für zwischen den Folgen. Müsste ich langsam mal machen. Das zwischen den Folgen. Das Pfeifbuch müssen wir auch noch lesen. Tut mir übrigens leid, dass am Freitag keine Folge gekommen ist, dafür am Samstag und am Sonntag. Das war weniger ein Problem der mangelnden Zeit, als auch einfach nur ein Auftreten akuter Dummheit. Und zwar habe ich den einen Upload für Freitag noch gestartet, dass er eigentlich Freitag, hier Eisenerz wieder auf 7,6, das lassen wir jetzt einfach mal liegen. Oder nein, wir nehmen es mit, dann können wir es zusammen mit dem Korundum zu Stahl verarbeiten. Wo war ich stehen geblieben? Ich sollte nicht anfangen, mitten im Satz auf was anderes einzugehen. Auf jeden Fall habe ich den Upload so gestartet, dass ich während er in die Uni bin, dass er das fertig hochlädt. Allerdings habe ich aus Reflex, als ich in die Uni gegangen bin, also bevor ich los bin, den PC heruntergefahren und dann wurde der Upload natürlich abgebrochen. Deswegen konnte ich es dann erst am Samstag hochladen. Entschuldigt das, aber da ich dann an zwei darauffolgenden Tagen, also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Folge hochgeladen habe, hat das Ganze wieder angeglichen. Das heißt, wir sind wieder zurück im Rhythmus. Und das Schleichen bringt uns ja wirklich gar nichts. Immerhin, wir haben unsere Bogenschützfähigkeit um 1 gesteigert. Aber unsere eigentliche Schleiche müssen wir uns wohl ein andermal kümmern.
Ich darf nicht vergessen, auch die kleinen Heiltränke einzusammeln. Das passiert dann, wenn man nebenbei noch was anderes spielt. Hier, man sieht auch, das Silbererz ist jetzt wesentlich. Danke, Inigo. Das Silbererz ist jetzt auch deutlich mehr wert, aber es wiegt halt verdammt viel. Das können wir aber noch mitnehmen, solange wir daran denken, das Zeug einzuschmelzen, bevor wir die Mine verlassen, sollte das kein Problem sein. Okay, das Schleichen bringt uns wirklich nichts, aber gegen diese einfachen Banditen scheinen wir auch so zurechtzukommen, solange uns das Mana nicht ausgeht. Und hier sind doch noch mehr, wie man deutlich hört. Ich frage jetzt, wie viele. Oh. Oh, verdammt. Wow. Habe ich daran gedacht zu speichern? Lasst mich mal schauen. Natürlich kein einziger Spielstand. Wie das schon anfängt. Normalerweise, ja, ich habe wieder Mods installiert, das habe ich eigentlich am Anfang der Aufnahme bewusst durchlaufen lassen, dass es hier nicht die Aufnahme stört. Dann halt jetzt alles nochmal im Schnelldurchlauf. Wenn ich privat spiele, tue ich sehr regelmäßig speichern, aber jetzt hier in der Aufnahme, wenn man nebenbei auch noch redet und so, irgendwie interferiert das mit meinen Speichergewohnheiten. Ja, hier Helgen Reborn Startup. Ich habe Helgen Reborn installiert, das ist gerade erst rausgekommen für die Special Edition. Wird aber auch noch ein ganz schönes Weilchen dauern, bis wir uns darum kümmern können. Obwohl eine Stufe 20, da sind wir noch lange nicht. Also. Na gut, jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass Schleichen uns nichts bringt. Dann blitzdingsen wir uns doch so schnell wie möglich hier durch. Sorry, Inigo, aber du solltest nicht immer in meinen Blitzzauber rennen. Ach ja, und ich sollte vielleicht daran denken, ein bisschen was zu essen und zu trinken mitzunehmen. Das ist wahrscheinlich nicht die dümmste Idee hier. Also, eine ganze Käsescheibe. Oder hier eine Tomate. Und er hat einen Wein dabei. Ich meine, wenn wir da regelmäßig drauf achten, sollten wir unsere Grundbedürfnissen eigentlich ganz gut klarkommen. Man muss halt dran denken. So, seht ihr gerade links oben? Ich habe schnell gespeichert. Wie oft sind wir jetzt in diesem Projekt eigentlich schon gestorben? Wir haben 5 Stunden Spielzeit, bisher knapp 10 Folgen. Das war auf jeden Fall nicht das erste Mal. Inigo, lass mich da. Oh, das war knapp. Meine Güte. Oh, und wir haben den Stufenaufstieg noch gar nicht gemacht. Das heißt hier im Umkehrschluss, aber immerhin, dass gerade unsere Stats wieder hochgeheilt werden, was ja nicht so schlecht ist. Und die Befehle von vorhin haben wir auch noch in der Konsole drinnen. Da können wir auch gleich nochmal so speichern. So. So, das ging dieses Mal doch schon deutlich besser. Das ist zu viel Erz. Das können wir nicht alles auf einmal tragen, das könnte zum Problem werden. Die Frage ist, Backkartoffeln, sehr lecker. War's das mit den Banditen? Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, aber na, das kann ja was werden. Oder warte mal, Inigo? I am here for you. Pooling our resources. Kannst du vielleicht ein bisschen was von diesem Erz für uns tragen? Oder hier, nimm die ganzen Drachen, das ganze Drachenzeugs. Back to business. Schon können wir uns wieder bewegen. Das ist halt nochmal gut gegangen.
Es wird nur in Zukunft lustig werden, wenn es mal irgendwo in der Wildnis Adern geben sollte, die wir abbauen. Naja, müssen wir uns ein bisschen mehr drauf kümmern. Dafür sind jetzt auch die Preise von Juwelen und Gold und Edelsteinen realistischer gestaltet. Die sind teilweise ziemlich viel wert, aber halt auch dementsprechend selten. So. Okay, ich glaube, die Banditen sind erledigt, aber wir haben noch keine Erlaubnis, die Mine in Betrieb zu nehmen. Darum sollten wir uns gleich kümmern. Aber schmelzen wir erstmal die Barren hier ein. Nein, keine Eisen. Ich hätte gerne... nee, das haben... Haben wir das an, die beiden Sachen? Ich glaube schon. Können wir kein Stahl aus Eisen und Korundum zusammenschmieden? Sollte das nicht eigentlich gehen? Merkwürdig. Dann muss es wohl so gehen. So, sonst noch irgendwelche Barren, die wir haben? Ja, nein. Silber wahrscheinlich unter Schmuck. Wir könnten unser Gold in Münzen verarbeiten. Das wollen wir jetzt eher weniger. Hier. Das sollte etwas geholfen haben. Ist hier unten vielleicht irgendwas? Ne, die Jagdbogen möchte ich nicht auseinandernehmen. Nee. Sollte so passen. Und ich drücke natürlich die falsche Taste. Ja gut, 253 von 490. Jetzt haben wir schon deutlich, ouch, mehr Platz als gerade eben noch. Dann begeben wir uns wieder hinaus in die wunderschöne Welt von Himmelsrand, die ein bisschen schöner wäre, wenn keine verstümmelten Leichenteile vor der Mine aufgespießt wären. Ich hoffe mal, dass die verschwinden, sobald wir die Mine gekauft oder erstanden haben, oder dass wir die zumindest irgendwie wegräumen können, weil das hier ist alles andere als schön. So, aber jetzt können wir zum Glück schnell reisen. Hin und her, Mine und Mortal und natürlich zu jedem anderen Ort auch wieder zurück zur Mine und so. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir nicht vielleicht eine Genehmigung bekommen. Ihr hättet da nie herkommen sollen. Sofern wir nicht vorher vom Banditen erledigt werden. Ich habe sie wohl verscheucht. Aber Bino regelt das. Gute Arbeit. Mortal war einst ein ruhiger Ort. Aber da war die Welt auch noch in Ordnung. Ganz deiner Meinung. Vor den ganzen Banditenüberfällen hier. War's das? Anscheinend ja. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe hier einen Brief für euch. Das war's dann wohl. Ich muss los. Riches beyond imagining. I found these words inscribed in ancient dwarven ruins in the Reach. I believe they mark the entrance to a forgotten city. My brother went in a few days ago and hasn't returned. I need someone I can count on to go in after him and bring him back alive. I've heard great things about you, which is why I'm asking for your help. I'll be waiting for you in the ruins. Please hurry. And remember, riches beyond imagining. Cassia. Inigo? Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Reichtümer jenseits unserer Vorstellungskraft. Das klingt doch super. Ja, wenn es der erste Brief dieser Art wäre, den ich bekomme. Woher haben die alle meine... Wie können die sich überhaupt die ganzen Kuriere leisten, ha? Natürlich wollen die uns wieder in irgendeine Höhle scheuchen. Darum kümmern wir uns irgendwann auch noch. Jetzt aber erstmal die Schürfgenehmigung, bitte. Du. Nee, nicht du. Du? Nö. Haselfuhr? Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Nee. Mhm. Du warst auch nicht gemeint. Es
Wie fühlt ihr euch? Was zum... Keine Sorge, mein Freund. Alles ist gut. Fuß des Berges. Was zum... Camillas Notiz. Schnell. Ja, Mortar war früher wirklich mal ruhiger. Aber was ist das jetzt schon wieder? Isidor. Cotted Lil. Boah. Englisch und so. Isidor. Got a delving job for us. Meet me out near Crack Willow Slope in East March. Leave as soon as you get this. I hear tell of some ruins there, leading into the Velothi Mountains. Just uncovered by a landslide, they say. This is big. Fresh ruins. If we could be the first to pick them over, we could be rich. Who knows what's down there, though? Bring the best gear you can lay hands to. Pick off someone on the road with good stuff if you have to. Just get it and get to me, quick as you can. Camilla. Okay, irgendeine Ruinen, die zu Schätzen führen können. Wieso kommt mir das bekannt vor? Allerdings war das diesmal nicht an uns gerichtet, sondern an diesen Freund hier, der sich vorher aber bessere Ausrüstung besorgen sollte. Notfalls auch von irgendjemandem, den er auf der Straße trifft. So weit, so gut. Aber vielleicht sollte er niemanden im Palast eines Jarls angreifen. Das wirkt irgendwie kontraproduktiv. Was bist du denn? Gemstone Goblet? Yay, das ist von Unique Uniques und ich darf es aus irgendeinem Grund einfach mitnehmen. Da sage ich nicht nein. Bitte bekommt von Jori keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Guten Morgen. Du, Tovis, dich habe ich doch gesucht. Guten Morgen. What have you got for sale? Blick drauf. Okay, hier ohne Dialog. Ah, hier, okay. 3053 Gold? Ich dachte, das wären weniger. Wahrscheinlich war unser Sprachskill so bescheiden ist. Haben wir irgendwas, was, keine Ahnung, Preise senkt oder so? Ah, nee, natürlich nicht. Iniko, wir brauchen Geld. Ich habe Mutters Gabe nicht ganz, aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Deine Mutter hat Visionen? Deine Mutter ist der Jarl, oder? Sollten wir für dich nicht irgendwas erledigen? Du, ich glaube nicht, jedoch hier, lay to rest. Wir sollen doch einen Mord für dich aufklären. Das Leben hat euch also nach Mortal und zu mir geführt. Wozu dies geschah, werden wir gewiss noch sehen. Willkommen. Ich würde sagen, der Grund ist Geld. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Nur wenige haben ihre Augen offen. Also, ich würde mich gerne um die Untersuchung kümmern. Ihr meint den Brand in Roggers Haus? Er hat Frau und Tochter in den Flammen verloren. Meine Leute glauben nun, dass es mit einem Fluch belegt ist. Wer bin ich, dass ich ihnen widersprechen könnte? Und was ist mit Rogger passiert? Oder laut Rogger erlebt er noch im Gegensatz zu seiner Familie? Rogger gibt seiner Frau die Schuld, weil sie Bärenfett ins Feuer gegossen hat. Viele glauben, er habe das Feuer selbst gelegt. Und warum hätte er seine Familie töten sollen? Hat vielleicht was damit zu tun, dass er sofort zu einer anderen Frau gezogen ist, aber trotzdem. Das wirkt ein bisschen extrem. Begierde kann einen Mann dazu bringen, das Undenkbare zu tun. Die Asche war noch warm, als er Alva Treue schwor. Und warum habt ihr dann ihn nicht festgenommen? Wahrscheinlich aus Mangel an Beweisen, könnte ich mir vorstellen. Aufgrund von Gerüchten und Tratsch? Nein. Aber ihr, ein Fremdling, könnt vielleicht die Wahrheit für uns finden. Durchsucht die Asche, die andere nicht anzurühren wagen. Seht, was sie euch sagt. Wenn ihr seine Schuld oder Unschuld beweisen könnt, werde ich euch dafür belohnen. Das klingt doch schon mal gut. Rogas Schicksal liegt in eurer Hand. Durchsucht das abgebrannte Haus. Asfur, das kommt, oder wie auch immer du ausgesprochen wirst, das kam zu spät. Wir haben zuerst mit dem Jarl geredet. Seht euch das an.
Überall liegen Banditen, Isidor, tote Schlammkrabben rum. Mortal ist wirklich nicht mehr ganz so ruhig. Hast du den gerade gelootet? Nee, das Schlammkrabben-Schütting ist noch da. Haben wir sonst noch irgendwelche Zutaten, wo wir den ersten Effekt noch nicht können? So einige. Inigo, falls ich in Ohnmacht fallen sollte und mich verkrampfe, bitte hilf mir. Nom nom nom. Lecker Mondzucker. Hatte ich erwähnt, dass du mir auch helfen sollst, falls ich Hai werde? Der leckere Riesenzeh. Die Schimmerpilze sahen auch so aus, als könnten sie halluzinogene Effekte verursachen. Eieiei, autsch. Was tut man nicht alles für die Alchemie? Todesglockenblumen einsammeln zum Beispiel. Also. Oh. Who's there? Is that you, Father? Also manchmal verstehe ich es echt nicht. Irgendwas hat der Unofficial Patcher durcheinander gebracht. Ich muss mal wirklich mal schauen, ob es da inzwischen eine deutsche Version davon gibt, weil das Gespräch gerade eben war Deutsch mit englischen Untertiteln und jetzt haben wir plötzlich Englisch mit deutschen Untertiteln. Yay! Wer seid ihr? Helgi. But Father says I'm not supposed to talk to strangers. Are you a stranger? Nein, ich bin euer Freund. Wisst ihr, was mit dem Haus passiert ist? The smoke woke me up. I was hot and I was scared. So I hid. Then it got cold and dark. I'm not scared anymore. But I'm lonely. Will you play with me? Oh, und jetzt ist es natürlich komplett auf Englisch. Und hier ist es wieder Deutsch. Ich muss da echt was dagegen tun. Wenn ich mit euch spiele, sagt ihr mir dann, wer das Feuer gelegt hat? Okay, let's play hide and seek. You find me, and I'll tell you. We have to wait for nighttime, though. The other one is playing too, and she can't come out until then. Die andere? Wer ist die andere? Noch ein Geist? Deine Mutter vielleicht? Aber wieso würdest du deine Mutter die andere nennen? I can't tell you. She might hear me. She's so close. If you can find me first, I can tell you. Alles klar, nach der Dunkelheit. Wie sieht's mit unseren Statistiken aus? Ich wollte gerade sagen, warten wir hier einfach mal ein paar Stunden. Nein, wir gehen nicht in eine Taverne. Wir werden wahrscheinlich schlafen müssen, aber wenn wir sowieso nachts was erledigen müssen, dann können wir das Schlafen anschließend bis zum nächsten Morgen machen. Wahrscheinlich besser als knallwach zu sein und mitten in der Nacht herumzurennen. Also, na, warten wir lieber noch 2 Stunden, dann ist es annähernd Mitternacht. Und dann gehen wir mal suchen. Ich hoffe mal, der knurrende Magen verrät uns nicht. Oh. Ja, das sieht da schon mal nicht so angenehm aus. Okay. Ah, jetzt sind hier auch noch Vampire. Aber passt irgendwie zur Gegend. Lalette der Vampir oder die Vampirin, je nachdem. Oh, so eine Vampirrüstung? Was meint ihr? Würde die Inigo stehen? Ich weiß nicht, welchen Rüstungswert hast du gerade. I hope the Greybeards are welcoming. They sound like they could be a stern bunch. Na, das dauert wohl noch ein bisschen. Also, paar Sachen. You want me to lighten your load? Ist mir spart. Sie ist ein Vampir. Oh, da tauchen wohl schon die ersten Angehörigen aus. Auf 25 Rüstung ist ein bisschen weniger. Ich gebe dir einfach mal das Zeug und schau, was passiert. What's next? Interessant. Sie ist tot. Lilith ist tot. Kanntest du sie? Oh, das war eure Frau. Tut mir leid. Lilith?
Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lilith. Ist euch sonst noch irgendwas aufgefallen, bevor sie gegangen ist? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht, obwohl sie sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Okay, aber der Mann, der wahrscheinlich seine Familie umgebracht hat, ist zu Alva gezogen. Anscheinend haben wir es hier weniger mit Eifersucht, als mehr mit einer Vampirverseuchung zu tun. Vielleicht haben sich Lalette und Alva ja doch getroffen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch... bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? My homeland is too warm. This is nice. Danke, Inigo, für diesen random Kommentar. Aber es ist durchaus möglich, dass Alva eine Vampirin ist. Diese Möglichkeit dürfen wir nicht ignorieren. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lilith ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Noch nicht. Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und das hier, Kindersarg. Ha. Da schläft wahrscheinlich Helgi drinnen. Also, schlafen ist hier natürlich relativ. Wir können nicht mit dem Sarg interagieren, der Questmarker ist noch da. Ich hoffe mal, das ist kein Bug. Wir haben uns nicht Vampirismus eingefangen, oder? Nein. Magicka und Stamina und Health Regeneration ist alles down. Aber momentan noch erträglich. Die 30% niedrigere Magicka-Regeneration ist ein bisschen unangenehm. Aber solange wir nur Morde aufklären müssen und nicht wieder durch irgendwelche Höhlen hasten, sollte das noch gehen. Aber vielleicht sollten wir wirklich nur bei Tag hier einbrechen, weil... Wenn Alva wirklich eine Vampirin ist, dann ist sie jetzt bestimmt nicht in ihrem Bett und schläft. Ja, natürlich müssen wir hier erstmal irgendwie hineinkommen. Schlossknacken müssen wir noch üben. Das ging den Helden doch noch so gut. Gibt's doch gar nicht. Wir müssen aufpassen, dass uns die Dietriche nicht ausgehen. So. Geht doch. Oh, verdammt. Tut mir leid, Roger, das wollte ich nicht. Aber vielleicht kannst du jetzt ja bei vollem Bewusstsein wieder zu deiner Familie zurückkehren. Du hast aber keinen Vampir... Oh, lecker. Du hast keinen Vampirstaub bei dir. Du warst wohl selbst kein Vampir. Aber vielleicht ja ein Thrall oder so. Mit dem vampirischen Charisma unter Kontrolle gebracht. Alvas Keller... Ja, doch. Da denkt man sofort an Vampirismus. Ernsthaft? Schon wieder? Was ist eigentlich los, OBS? Naja, wir sind bei ungefähr einer Folge. Das heißt, ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!